An alle Eltern da draußen, dieses Video ist nur für euch. Und für diejenigen, die jetzt demnächst ein Kind bekommen, freut euch schon mal. Wenn du gerade dabei bist, deine Wohnung zu putzen, während die Kinder auch da sind, das ist wie Zähneputzen mit einem Nutella-Brot im Mund. Mama, warum putzt du? Wenn die Antwort die Frage stellt. Ach übrigens, ich finde es immer super, wenn Leute mich nach meinem Hobby fragen. Ich meine, was soll ich denen sagen? Ich bin Vater. Ich bin gerne allein auf Toilette. Ach, das wäre mal wieder schön. Apropos Hobby. 100 Mütter wurden gefragt, was sie gerne in ihrer Freizeit machen. 98 haben die Frage nicht verstanden. Die anderen zwei sind eingeschlafen. Das Leben mit einem Neugeborenen. Oder wie ich gerne sage, die Geschichte über das Kaltwerden des Kaffees. Früher hatte man Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad. Jetzt hast du Kinderzimmer, 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 Kinderzimmer. Aber Kinder geben einem ja so viel zurück. Schokoladenpapier zum Beispiel. Elternsein bedeutet 5% Wissen und 95% Pokerface. Oder so ähnlich. Kleinkinder essen ohne Probleme Gras, Sand, Popel, die Fussel vom Fußboden. Aber wehe, da ist noch etwas Weißes dran an diesem kleinen Mandarinenstückchen. Während der Kindererziehung stellt man sich meistens immer nur eine Frage. High Five oder Moralpredigt? Tante ist ja normalerweise immer die Schwester vom Vater oder von der Mutter. Wenn ich mit meinen Kindern allerdings draußen einkaufen gehe, dann ist es der Vorname von allen Frauen. Ach übrigens, wenn ihr mal nicht wissen solltet, wie ihr euer Kind erziehen sollt, dann fragt einfach die, die keine Kinder haben. Die wissen das. Nee, wirklich, die wissen das immer. Ich wäre übrigens damals als Baby im Krankenhaus fast vertauscht worden. Aber die Krankenschwester hat meine Mutter erwischt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, am Ende ist das Lachen deines Kindes die einzige Währung, die es gibt.